Guten Morgen. Ich glänze etwas, es ist wahnsinnig warm. Es war noch nicht mal 6 Uhr morgens, aber puh. Genauso fühle ich mich auch, seit ich meine letzte E-Mail gelesen habe. Mein Video Schule ohne Maske wurde gelöscht von YouTube. Ich weiß nicht, ob das in Zukunft mit allen Rapper-Videos passiert, die irgendwie Gewalt verherrlichen oder so. Ob endlich mal alle ISIS-Videos rauskommen aus dem Netz, ob da mal endlich durchgegriffen wird. Also ich bin mir keiner Schuld bewusst, dass ich hier irgendetwas verbreitet hätte, was nicht der Wahrheit entspricht. Also wenn irgendwelche Fragen von mir gestellt werden, dann sind die sicherlich berechtigt. Und dann möchte ich eine Antwort darauf haben. Ja? Und Herr Wieler liefert zurzeit keine Antworten, will auch gar nicht. Sie haben das zu fressen, was er sagt. Ja, es ist die Wahrheit. Hier darf nichts hinterfragt werden. Unakzeptabel. Schlichtweg unakzeptabel. Hinterfragen Sie, was Sie wollen. Und ich gebe Ihnen jetzt mal einen Rechercheauftrag. Nein, kein Rechercheauftrag, einen Wahrheitsfindungsauftrag. Das ist eigentlich bei wissenschaftlichen Dingen relativ einfach, das auf den Punkt zu bringen. Das heißt, wenn Sie sich das Virusgeschehen auf den entsprechenden Statistikseiten angucken, zum Beispiel auch beim RKI, zum Beispiel bei Statista, dann sind Sie im Bilde, was da gerade abgeht. Und dann sollten Sie sich natürlich auch noch den außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss angucken, um ein paar Hintergründe zu verstehen. Und dann können Sie auch Fragen stellen. Ja, wir sind in einer gesellschaftlich außerordentlich interessanten Situation. Und da ist es wichtig, sich als Bürger dieses Landes eine Meinung zu bilden. Ja, da kommen Sie nicht drum rum. Es ist leider so, dass Sie dann, wenn Sie eine Meinung haben, garantiert damit anecken, wenn Sie sie sagen. Ne? Also ist eigentlich egal, was Sie sagen. Das Schweigen wird lauter in meinem Umfeld und das ist sehr schade, weil die Art und Weise, wie wir im Moment mit Corona umgehen, vernichtet Existenzen. Das ist sehr ernst und es ist unsolidarisch, sich nicht mit den Ursachen für diese Existenzvernichtung zu beschäftigen. Ja? Wir müssen diese Zahlen hinterfragen. Ja? Und wenn wir dann Fragen haben, dann müssen wir sie auch laut stellen und wir erwarten Antworten. Ja? Und ich glaube, da liege ich nicht falsch. Da würden Sie mir zustimmen. Sie wollen Fragen stellen und wollen dafür Antworten haben. Und die soll nach Möglichkeit derjenige liefern, der dafür verantwortlich ist. Und bei Corona ist das Herr Wieler. Hm? Dummerweise steht auf den RKI-Webseiten, das RKI ist für irgendwelche Aussagen nicht haftbar zu machen. Was bedeutet das für eine Politik, die auf diesen Aussagen fußt, die auf Basis von diesen Aussagen Politik macht? Also für mich ist das schlichtweg eine Katastrophe. Und jetzt schauen Sie sich bitte nochmal das aus dem Netz gelöschte Video mit mir zusammen an. Und bitte finden Sie den Fehler, den ich dort gemacht habe. Sagen Sie mir, schreiben Sie mir rein in meine Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, was habe ich dort Falsches gesagt? Das möchte ich in den Kommentaren lesen. So, und ich glaube, damit mache ich jetzt eigentlich nichts falsch. Ja, weil ich weise darauf hin, dass dieses Video problematisch sein könnte, dass das in die Kategorie gehört, die bei YouTube gelöscht werden. Und Sie sollen finden, was daran falsch ist. Ist das falsch? Nee, das ist richtig. Das ist ein typischer Auftrag, der heutzutage im Unterricht erteilt werden sollte von Lehrern. Weil Fake News zu entlarven ist tatsächlich eine der wichtigsten Aufgaben, mit der wir uns heute zu beschäftigen haben. Danke. Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich wollte mal was sagen zur aktuellen Corona-Situation. Warum sage ich das?
Jetzt nicht Herr Drosten oder Herr Wieler oder Frau Merkel oder Herr Spahn. Ganz einfach. Weil ich Zahlen lesen kann. Die vom RKI, von der RKI-Webseite. Das tue ich seit Monaten. Und ich wundere mich darüber, dass wir nicht längst raus sind aus diesem seltsamen Zustand, in dem immer noch Bürgerrechte beschnitten werden. Jetzt sagen Sie vielleicht, das müssen wir tun, um Leute zu schützen. Ja, kann man so sehen. Wie viele, wo, wovor. Wir müssen die Leute schützen vor Passivrauchen, vor Alkohol, davor, dass sie auf der Straße überfahren werden. Es gibt viele Dinge, vor denen wir Menschen schützen müssen. Eine der größten Gefahren im Krankenhausbereich ist ein Virus. MRSA heißt er. Den könnte man auch ausrotten. Das wäre ganz sinnvoll, weil dann viele tausend Menschen weniger in deutschen Krankenhäusern sterben würden. Jetzt sagen Sie, naja, vielleicht ist ja Corona viel gefährlicher. Ist es nicht. Weiß auch jeder. Corona ist nicht der Killer-Virus, als den man uns ihn dargestellt hat Anfang des Jahres. Er hat sich nicht als Killer-Virus entpuppt. Da braucht man sich nur die Länder anzuschauen, die gar keinen Lockdown hatten. Ja. Und das kann man jetzt sehen, wie es sich weiterentwickeln wird. Spätestens jetzt. Ich habe das schon vor 3 Monaten gesehen und auch gesagt. Also, flatten the curve, großes Stichwort. Das war einer der Punkte, die wir erreichen wollten. Warum? Der Anstieg der Infektion sollte so gering gehalten werden wie möglich, damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Den Zustand hatten wir relativ schnell erreicht. Da wurde mit verschiedenen Zahlen agiert und irgendwann war klar, da gibt's nichts mehr zu tun an der Stelle. Okay. Dann hat man angefangen zu sagen, okay, wenn 50 Menschen von 100.000 infiziert sind mit dem Coronavirus, dann wird es gefährlich. Das ist auch schon lange nicht mehr so. Und genau diese Zahl steigt auch schon seit langem nicht mehr. Wir sind weit unter 50. In Nordrhein-Westfalen, wo es zurzeit stand, Anfang August 2020, noch am häufigsten gefunden wird, liegt die Zahl jetzt etwa bei 10 von 100.000, nicht 50. Und in allen anderen Bundesländern darunter, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Also, die Aussage, es gibt eine zweite Welle von diesem Wuhan-Virus, ist schlichtweg falsch. Ja, ist sie. Da gibt es keine zwei Meinungen. Es ist so. Und danach muss politisch gehandelt werden. Was das genau ist dann, das können Sie natürlich mitbestimmen, indem Sie diese Wahrheit einfach erstmal dorthin tragen, wo sie zu Entscheidungen führt. Zu Ihren Chefs, in die Organisationen, Vereine, wo immer Sie mitmischen. Schauen Sie sich die realen Zahlen an, denken Sie selbst nach, fragen Sie Leute, die solche Zahlen lesen können, was davon zu halten ist und hören Sie auf, dem Blödsinn zu glauben, der in manchen Medien massivst erzählt wird. Das zur Situation von Corona Anfang August 2020.
In meinem Beruf als Lehrer wünsche ich mir jetzt nichts sehnsüchtiger, als dass wir sofort in allen Schulen in Deutschland nirgendwo mehr eine Maske sehen. Ich möchte einen normalen Unterricht machen. Hier gibt es kein Coronavirus. Nirgendwo. Weg mit den Masken. Das ist mein Wunsch. Alle Masken weg. Ist es auch Ihrer? Überlegen Sie mal, ob das eine sinnvolle Forderung ist.